Blasi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Roger gegen Markus an dem Montag. Hisbollah und Israel, ist das Ende von Hassan Nasrallah auch eine totale Veränderung im Nahen Osten? Dann die Wahl in Österreich, die Rechtsaußenpartei FPÖ als klarer Wahlsieger und Donald Trump und Volodymyr Zelensky haben sich getroffen, was läuft ab. Also, monumentale Ereignisse in den letzten 14 Tagen im Nahen Osten mit grössten Auswirkungen. Es gibt ja ein Zitat, das Lenin zugeschrieben wird und er hat gesagt, es gibt Jahrzehnte, wo nichts passiert und es gibt Wochen, wo so viel wie Jahrzehnte passiert. Ist das jetzt auch deiner Meinung so gelaufen? Das passt zum Lenin, weil er hat immer geschaut, dass viel passiert, wenn er etwas zu sagen hat. Ja, ich meine, das ist jetzt sicher eine riesige Leistung der Israelis, das muss man einfach mal anerkennen. Und das wird unglaubliche Schockwellen auswerfen, weil einfach die Leute merken im Nahen Osten, hey, an Israel kommt niemand vorbei. Ich meine, Iran hat jetzt wieder praktisch überhaupt nicht reagiert. Die haben Angst. Die wissen ganz genau, einen grossen Krieg jetzt mit Israel würden sie verlieren. Und da muss man jetzt einfach mal feststellen, das ist doch ein unglaublicher Triumph von so einem kleinen westlichen Land und zeigt auch, zu was der Westen in der Lage ist, wenn es darauf ankommt. Weil ich meine, das mit dem Pager ist schon genial gewesen, nachher jetzt in Beirut der wichtigste Führer von dieser Terrororganisation treffen, in einem Bunker, den noch töten können. Ich meine, das ist sagenhaft. Also, was ist alles passiert? Zuerst also die Attacke auf die Hisbollah-Terroristen mit Pager, am Tag später das gleiche mit Walkie-Talkies, dann die gezielte Ausschaltung der wichtigsten Hisbollah-Chefs, dann der massive Luftangriff auf Stellungen von der Hisbollah aus der Luft und am Freitag die Tötung von Hassan Nasrallah im Hisbollah-Hauptquartier in einem Bunker in Beirut. Soweit der Ablauf. Man muss noch sagen, dass der Nasrallah sich wieder einmal total verkalkuliert hat, wie schon 2006. Er hat das Gefühl gehabt, man kann Israel zeugeln, wir können da irgendetwas machen und dann schlägt die nicht zurück. Er hat jetzt seit dem 8. Oktober, also am Tag nach dem 7. Oktober, 8'000 oder 9'000 Raketen auf Israel geschickt, nicht so weit und nicht so gross. Sie haben das Gefühl gehabt, Israel wird sich das gefallen lassen. 60'000 Leute haben aus dieser Region müssen evakuiert werden. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Israel gesagt hat, es kann kein Staat akzeptieren, dass auf diese Art und Weise Staatsgebiet bombardiert wird. Absolut. Und das ist ein No-Brainer. Und alle Leute im Westen wissen das eigentlich. Aber wie es Israel ist, sagt man das nicht so deutlich. Und ich meine, man muss noch vielleicht den grösseren Kontext auch noch anschauen. Der Westen sieht ja auch alt aus. Also, ich meine, die Europäer, die Amerikaner, alle haben immer gesagt, ja, jetzt nicht eskalieren, ja, aufpassen, ja, 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 ja. Ja, ja, jetzt redet es wieder vom Waffenstillstand. Letztlich hat Israel beweisen, man kann Krieg führen, man kann einen Gegner treffen, und zwar brutal treffen. Und auch der Iran ist unglaublich eingeschüchtert. Und es tut mir einfach leid, im Nahen Osten, wie übrigens in anderen Regionen, ist es sehr wichtig, dass du Stärke zeigst. Und das haben die Israelis gemacht. Und von dem her muss ich ehrlich sagen, sehr viele Leute im Westen, die da die ganze Zeit neunmal klug den Israelis irgendwelche Ratschläge geben, die nicht aufgehen, auch die sehen ein bisschen alt aus. Also muss eben sagen, jetzt grosser Aufschrei, es muss einen Waffenstillstand geben nach denen, Angriff etc. 11 Monate lang, wo Israel bombardiert worden ist, hat man das nicht gehört. Jetzt plötzlich und darum klingt das ein bisschen hohl. Ich muss aber etwas anderes noch sagen, Markus. Israel hat sich seit Jahren auf den Kampf gegen Hisbollah vorbereitet, hat er gedacht, es könnte so eine Attacke geben, eben dass da Leute über Grenzen kommen, Leute entführt werden im Norden, hat das vorbereitet und hat das völlig aus den Augen verloren, was im Süden passieren könnte. Und darum, der 7. Oktober, das Versagen vom 7. Oktober, ist jetzt eigentlich noch grösser, weil man sieht, was Israel in der Lage ist, wenn sie das wirklich ernst nehmen, wenn sie es angehen, wie der Mossad funktioniert, wie die Regierung funktioniert, wie das Militär funktioniert. Also das Versagen vom 7. Oktober ist so ein totaler Gegensatz zu dem, was jetzt passiert ist. Natürlich, der Netanyahu ist jetzt eigentlich wieder oben, hat
gute Zustimmung. Aber jetzt sind wir in der Vorwoche von dem 7. Oktober. Man wird dann dort trotzdem auch noch ein bisschen Bilanz müssen ziehen, was dort passiert ist. Genau, aber jetzt erstens finde ich ganz wichtig, jetzt, wenn wir vom ganzen Westen reden, oder? Und Israel gehört dazu. Du hast völlig recht, 7. Oktober katastrophal. Katastrophales Versagen, das wird auch mal noch Folgen haben, das wird man aufarbeiten und vielleicht wird dann Netanyahu wegen dem sogar noch müssen zurücktreten, weil das ist nicht gut gewesen. Aber gleichzeitig gilt ja so genau gleich für uns auch. Ich meine, der Ukraine-Krieg ist auch einfach passiert, weil die Europäer und auch die Amerikaner nicht aufgepasst haben, nicht mehr abgeschreckt haben, nicht mehr aufgerüstet haben und so weiter. Und bisher, muss man jetzt gleich mal sagen, hat der Westen nicht so gehandelt wie die Israelis jetzt, was die Ukraine betrifft. Meiner Meinung nach hat der Westen zu wenig gemacht. Er hat etwas gemacht, aber er hat zu wenig gemacht. Jetzt sind wir in einer ganz schwierigen Lage, was Russland und die Ukraine betrifft. Er hat zu wenig gemacht. Und ich finde, auch das ist eine Lehre. Die Israelis haben gemerkt, 7. Oktober war eine Katastrophe. Natürlich, sie sind auch selber angegriffen worden, wir nicht, oder? Wir sind nicht direkt angegriffen worden, haben aber die nötigen Schlüsse gezogen. Und da muss ich gleich mal stark betonen, das ist eine unglaubliche Lernbereitschaft von der israelischen Elite. Es ist nicht nur der Netanyahu, es ist das ganze Militär, wo das auch gecheckt hat und auch gecheckt hat, jetzt Hisbollah müssen wir mal endlich wirklich erledigen, weil das ist ein Problem, das uns die ganze Zeit, ich meine, man redet da von 40, 50 Jahren, die Hisbollah ist schon lange ein Problem. Seit 1982, ich mag mich erinnern, 1982 war der erste Libanon-Krieg, wo die Israeli in Libanon eingefallen sind mit ihren Panzern. Und ich mag mich erinnern, ich bin dort im Studio gesessen von Radio 24 und unser Korrespondent Charles Lanzmann ist aufgefahren nach Metulla und hat zurück telefoniert, ist abgegangen nach Metulla an eine Telefonkabine und hat uns mitgeteilt, hey, die Israeli sind eingefahren im Libanon, und weil das auf Schweizerdeutsch war, hat das niemand verstanden, auch nicht vom israelischen Geheimdienst. Und so war Radio 24 das erste Medium der Welt, das darüber berichtet hat. Und erst etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde später sind die internationalen Nachrichtendienste gekommen. Das ist heute natürlich ganz anders. Heute geht alles in Sekunden schnell. Aber es ist mir wiederhin... Nein, das weiss ich nicht. Aber die Frage ist schon, ob Israel jetzt wieder eine Bodenoffensive machen soll, nach den Erfahrungen von 2006 auch, aber vor allem auch 1982. Viele Militärs in Israel sind dieser Meinung. Auch die Bürgermeister von diesen Gemeinden im Norden, die haben wir evakuiert werden, sind dieser Meinung. Ich glaube, sie werden das nicht machen, obwohl natürlich Hisbollah jetzt sehr stark geschwächt ist. Sie werden vielleicht einzelne Kommandoaktionen machen, aber dort wollen das Gebiet südlich von dem Litani-Fluss, wo eigentlich Hisbollah hat müssen räumen. Das ist UNO-Resolution 1701. Hisbollah hält sich natürlich auch gar nicht. Und darum auch Abkommen mit Hisbollah werden in Zukunft natürlich nicht das Papier wert sein, auf dem sie stehen. Ob man das kann besetzt halten kann, das hat sich gezeigt, das wird nicht funktionieren. Und darum, wenn du sagst, Hisbollah ist erledigt, das ist natürlich nicht der Fall. Ja, Hisbollah ist geschwächt, aber erledigt sind sie. Und das Problem... Ist Moment, Markus. Es ist erklärt worden von Netanyahu, das Ziel von dieser Aktion ist, dass unsere Bevölkerung wieder in die Gebiete im Norden gehen können. Und das Ziel ist bisher nicht erreicht worden. Und wie es erreicht werden kann, das ist noch offen. Ja, gut, aber ich meine, jetzt, meiner Meinung nach, Hamas und Hisbollah haben wir beide gemerkt, das ist richtig. Israel hat bis jetzt, meiner Meinung nach, in dem Krieg fast alles richtig gemacht. Und von dem her habe ich ein grosses Vertrauen in das israelische Militär, dass sie das Richtige machen. Hisbollah, ich sage es noch einmal, ist ja eigentlich schon vor der Revolution im Iran, übrigens, hat es die ja schon gegeben. 1982 sind sie erst gegründet worden. Nein, gegründet schon. Aber die Leute, die nachher wichtig waren für Hisbollah, sind schon vor der Revolution der iranischen Revolutionsgarde näher gestanden und so weiter. Das ist ein uren altes Problem, wo übrigens auch die Amerikaner und die Europäer immer wieder darunter gelitten haben. Grosse Anschläge gegen amerikanische Truppen, 241 Marines sind dort gestorben. Grosser Anschlag in Argentinien, wo auch unglaublich viele Leute... Das ist eine gottvergessene Mörderbande und die muss weg. Und ich warnen einfach davor, dass man jedes Mal, wenn die Israelis eigentlich zuschlägt und meiner Meinung nach richtig zuschlägt und das gut macht, dass man dann jedes Mal sagt, ja nein, es ist noch nicht gut. Gottverdeckel, würden wir so bei der Ukraine reagieren, wenn die Ukraine jetzt den Putin so erledigt hätte wie der Nasrallah. Die Israelis könnten das würde ich denen jetzt hinzutrauen, würde keiner von uns sagen, ja, jetzt muss man aber schon aufpassen, dass man nicht zu fest eskaliert und so weiter. Nein, wir würden sagen, hey, jetzt ist gut, wir müssen endlich die Russen, müssen wir
die Knie zwingen. Und bei Israel ist man da immer die ganze Zeit, kommen die neunmal Klugen in Washington und in Paris und in Berlin und sagen, nein, Junge, die haben bis jetzt nicht recht gehabt. Sie haben überall behauptet, es käme eine Eskalation, es ist nicht passiert, die Israelis machen es gut und richtig und man muss einfach da Vertrauen haben und sie unterstützen. Also ich sage ja nur, das Problem ist nicht definitiv gelöst. Die Hezbollah ist vielleicht nicht ein Papiertiger, ist vielleicht auch nicht so stark, wie man glaubt. Man hat gesagt, 150'000 Raketen. Vielleicht haben sie das gar nicht gehabt. Und auf diese Art und Weise sind sie jetzt wirklich sehr stark geschwächt. Und für die Mullahs in Iran, warum haben die eigentlich die Hezbollah so stark unterstützt? Das war ihre Lebensversicherung. Sie haben gesagt, wir können nie von Israel angegriffen werden, obwohl wir seit Jahrzehnten fordern, dass Israel als Land zerstört werden muss. Wir können nie angegriffen werden, weil die Hezbollah würde direkt hinter der Grenze von Libanon Israel gleichzeitig angreifen. Und jetzt ist die Lebensversicherung weg und man fragt sich jetzt, was machen die Iraner? Sie müssen sich eine andere Lebensversicherung holen. Die eine Möglichkeit ist Atombomben, oder? Das stehen jetzt offenbar Wochen nur davor, heisst. Würde natürlich weitere internationale Sanktionen bringen, würde sie weiter schwächen ökonomisch. Oder die andere Sicht wäre wahrscheinlich, dass man sagt, okay, vielleicht die Methode mit diesen Proxys überall, Hamas, Hezbollah, Houthi, mit schiitischen Milizen im Irak, vielleicht funktioniert das doch nicht und vielleicht sollten wir uns doch eigentlich um Probleme in Iran kümmern. Aber das ist vielleicht ein bisschen eine zu rosige Sicht. Ja, das passiert nie. Das ist bei solchen Regimen sicher nie der Fall, weil die leben nur davon, vom Hass und vom Krieg, den sie überall aussenden. Das muss man einfach mal sehen. Das ist eines der schlimmsten Regime, die wir zur Zeit haben. Da ist also sogar Russland und China sind da Waisenknaben. Und ich bin absolut dafür, dass Iran einfach aus dem Verkehr gezogen wird. Das Regime, muss weg. Und ja, noch einmal. Wie soll das weg? Sie sind leider Markus, zu... es braucht einen Krieg. Und zwar müssen die Amerikaner, das rausnehmen. Jetzt sollen die Amerikaner, leider können sie jetzt nicht, weil sie jetzt im Wahlkampf sind, aber eigentlich sollten sie jetzt Houthi einfach erledigen. Und die könnten das. Die Amerikaner könnten, wir haben es jetzt auch wieder gesehen, wie die Israelis. Wenn der Westen will, sind wir militärisch nach wie vor extrem überlegen. Unser Problem sind schwache Politiker, die wir sehr viel haben im Westen. Tutti könntest du innerhalb von kürzester Zeit aus dem Verkehr ziehen. Und es wäre auch wichtig aus Sicht der Amerikaner und vom Westen grundsätzlich, die Freiheit der Meere, der Sicherheit vom Seehandel ist wahnsinnig wichtig, übrigens auch für die Chinesen. Also von dem her, da müssen wir jetzt sofort machen. Und ich hoffe, dass Iran endlich den Fehler macht und zurückschlägt und einen Krieg anfängt mit Israel. Das ist das Ende von dem faschistischen Regime, das wir im Iran haben. Das kann nicht so weitergehen. Seit 40 Jahren destabilisieren die den Arsch. Also du kannst einfach nicht sagen, da wären die Houthis weg. Man weiss, die Saudis haben das versucht während Jahren. Den Krieg haben sie nicht können gewinnen. Ohne dass Soldaten vor Ort sind, geht es nicht. Amerikaner wollen aber keine Boots on the ground. Nur aus der Luft alleine geht das nicht. Und wenn du jetzt da einen Krieg forderst, Amerikaner und vor allem Donald Trump, wo ja du immer noch eigentlich bevorzugst, der hat ja gesagt, wir wollen gar keinen Krieg mehr, unsere fremden Kriege einmischen, sondern hat ja eine isolationistische Politik. Also das wird nicht stattfinden und das muss auf andere Art und Weise passieren. Und ich glaube, die Probleme gehen jetzt auch nicht einfach weg, indem man sagt, wir fordern jetzt einen Krieg gegen den Iran. Ja gut, also meine, entweder wird man lernen aus der Vergangenheit oder nicht. Und Iran ist seit 50 Jahren ein Problem und man kann aus der Vergangenheit lernen und man muss das Regime wegbringen. Weil es ist ein Riesenproblem für die ganze Region, es ist ein Problem für Europa, es ist ein Problem für die Amerikaner. Und es ist der Schwächste von dieser Achse des bösen China, Russland, Iran, vielleicht sogar noch Pakistan, ist es das schwächste Glied und da könnte man mal wirklich auch ein Exempel statuieren. Und ich sage noch eines, das muss nicht vom Westen auskommen. Ich hoffe ja, dass die Iraner den Fehler machen und Israel angreifen. Weil die Atombombe, stell dir vor, Roger, die hätten einmal eine Atombombe. Stell dir vor, was denn los ist in dieser Region. Das ist extrem schlimm und das muss man einfach verhindern und das kann man eigentlich nur verhindern, wenn man das Regime wegbringt. Also mit einer Atombombe würden sie unangreifbar, wie Nordkorea unangreifbar ist, aber sie wären natürlich dann der Paria in der ganzen Welt und darum ist fraglich, ob sie das machen. Der neue Präsident hat ein bisschen Schalmeien-Töne von sich gegeben, als er in New York war, in einem Interview gestern auf CNN hat er gesagt, Menschen müssen einfach offen sein und frei sein und lieb sein miteinander und dann ist alles gut.
gut und so. Baltasar Glättli. Baltasar Glättli vom Iran. Nein, muss ja selber lachen. Das ist ja wirklich, also meine, besser lügen kann man ja nicht. Ja gut, aber ich habe noch einfach den Bezug zum Baltasar Glättli völlig daneben gefunden. Okay, reden wir über Österreich. Die Rechtsaußenpartei FPÖ ist klarer Wahlsieger, knapp unter 30%. Das scheint offenbar das Maximum zu sein in Europa heute, wo Rechtsaußenparteien landen. Frankreich, Holland, in den ostdeutschen Bundesländern, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Auch in der Schweiz, SVP knapp unter 30%. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen all diesen Parteien, aber alle sind gegen Migration, alle gegen EU, alle mehr oder weniger für den Putin. Und die schlimmsten von denen, oder eigentlich die extremsten fast, sind die in Österreich. Die FPÖ, siehst du es anders? Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde jetzt Le Pen finde ich schwieriger. Die Wirtschaftspolitik von der Le Pen finde ich viel, viel schwieriger. Eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie das Thema, das man anschaut. Aber es ist mir eigentlich völlig egal, was die Parteien wollen und für was sie stehen. Es ist einfach klar. In Österreich wäre es jetzt eigentlich klar. Es ist die stärkste Partei. Der Präsident, ein Grüner aus einer Partei, die massiv verloren hat, der müsste jetzt eigentlich die Regierungsbildung der FPÖ übertragen. Und die FPÖ sollte ausprobieren, ob sie an die Macht kommt. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, sonst zerstören wir unsere Demokratie. Auch wenn man die Partei nicht mag, sie haben die Wahlen eindeutig gewonnen. Ich meine, wenn du siehst, wie viel 13% haben sie zugelegt, das ist völlig klar, dass der Wähler einen Politikwechsel will. Er will einen inhaltlichen Politikwechsel. Das ist der Witz von der Demokratie, dass wir legale Mittel haben, um einen Politikwechsel durchzusetzen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wir sehen es in Ostdeutschland, wir sehen es in Frankreich, wir sehen es jetzt in Österreich, kommt das nicht gut. Also Markus, kommst du eigentlich draus? Du bist Historiker. In der Demokratie braucht man mehr als 50%. Um an die Regierung zu kommen, nicht 30%. Und wenn man es nicht anbringt, wenn der Herr Kickl, der ja mit seiner Nazi-Terminologie ziemlich schamlos um sich wirft, wenn der nicht 50% hat, wenn er keinen Koalitionspartner hat, dann kann er gar keine Regierung bilden. Aber Roger, du weißt doch ganz genau, wenn jetzt die Grünen 30% gemacht hätten, oder? Dann hätten alle einfach gesagt, ja, ist jetzt klar, die müssen jetzt die Regierung bilden. Oder wenn Sarah Wagenknecht. Hör nicht aus mit Wartebauten. Nein, jetzt hör mal auf. Grundsätzlich über Demokratie. Wenn du mehrere Parteien hast, hat keine Partei mehr als 50%. Dann musst du eine Koalition bilden. In der Schweiz ist auch völlig klar, dass aber einer gewissen Größe hast du ein Anrecht auf einen Sitz im Bundesrat oder zwei Sitze und so weiter. Das System geht kaputt. Und Roger, wenn du willst, dass die FPÖ über 50% kommt, dann musst du dich so verhalten, wie du jetzt machst. Die Parteien die ganze Zeit von der Macht fernhalten, ist doch keine gescheite Strategie. Gut, also das wird sich noch weisen. Es ist eine Art Brandmauer, so wie man es in Deutschland auch kennt. Und die FPÖ nach ihrem Skandal mit dem Jörgl Haider und dem Ibiza-Strache hat jetzt über 30%. Und ich meine, eben der Kickl, also die Rhetorik von dem, hast du dem mal zugelassen? Er nennt sich schon Volkskanzler, nur schon das ist ein Begriff, wo es eine Nazi-Zeit kommt und so. Und wenn er die Koalition anbringt, okay, good luck. Ja, so, aber wenn er sie nicht anbringt, dann kann er nicht regieren. Matthias Meier regt mich genauso auf. Und Bastian Giro regt mich auch auf und der Balthasar Glättli wollte ich auch nicht. Hör doch mal auf, es geht doch nicht um Geschmacksfragen. Es geht darum, die Partei, die grösste Partei ist in Österreich, hat seit 1900, seit wann haben sie überhaupt Demokratie, 48 oder so, ich weiß es nicht einmal mehr, oder 55 haben sie jetzt Demokratie. Ist es einfach logisch gewesen, dass die müssen probieren, eine Regierung zu bilden? Und Roger, das weisst doch du auch, man kann doch auf die Dauer die Parteien, wenn sie so gross werden, von der Macht nicht fernhalten. Und sie tönt sich normalerweise ja auch normalisieren. Auch das wissen wir. Wir wissen doch ganz genau, dass die Rhetorik nachher anders ist und so weiter. Aber als gute Demokraten ist doch einfach klar, alle anderen Parteien haben verloren. Dann muss doch der Wahlsieger das erste Mal probieren, Regierung zu machen. Ja, der soll probieren und er will scheitern. Und das ist Demokratie. Und auch in Deutschland übrigens hat nicht immer die grösste Partei den Bundeskanzler können stellen, sondern die, die mehr als 50% auf die Waage gebracht haben. Die SPD hat schon SPD. Hat jetzt mehr als CDU? Nein, vor x Jahren hat man einfach geschaut, wie du eine Koalition kannst bilden kannst und musst einfach mehr als 50% haben. Also sag mal, Moment, das tut jetzt ABC nicht. Von der Wunder. Ja. Hat es einen Bundeskanzler gegeben in Deutschland, der eine Partei angeführt hat, die kleiner war als die Opposition? Wenn? Wer? Kannst du nachschauen. Ja, wer? Das war Helmut Schmidt. Kannst du nachschauen. Also gut, schauen wir mal. Schauen wir nachschauen.
Also, ich bin auch nicht ganz sicher. Aber Roger, Punkt ist doch der, und du weißt es auch. Da gibt es eine grosse Oppositionsbewegung in allen Ländern, ja, die kommt. 30%. Wir müssen doch die in die Regierung holen. Ja. Das Gleiche war doch bei der SVP richtig gewesen. Es ist doch richtig. Wieso ist das falsch in den anderen Ländern, auch wenn das teilweise Grüssel sind und wir die blöd finden? Die normalisieren sich, sobald sie an der Macht sind. Das glaube ich eben nicht. Du bist natürlich hintenrum, bist auch gleich ein bisschen für die und für die Le Pen und so weiter. Die SVP in der Schweiz hat eine ganz andere Geschichte, hat eine ganz andere Rhetorik, kann man nicht gleichsetzen mit einer FPÖ. Also, das finde ich da mehr mit total was? Dagegen. Da finde ich total daneben. Ich habe noch nie ein positives Wort gesagt, ja, über die Le Pen. Ich habe über den Wilders auch relativ wenig positiv gesagt. Ja, aber gesagt, wenn du willst, dass die Regierung kommt. Weil wir Demokraten sind, mich regt Matthias Meier auch auf. Und wenn sie die Wahlen gewinnt, dann darf sie die Regierung melden. Hör doch mal auf, mich regen doch die Linken genauso auf. Findest denn du die Rhetorik vom Wermut jedes Mal super und das Feine des Eis? Nein, regt mich auch auf. Aber das ist doch der Witz vom Spiel. So sind Spielregeln. Die Spielregeln, die du da jetzt anbringst, die gibt es gar nicht. Das ist grotesk. 50% plus eins musst du haben und dann wirst du in die Regierung kommen, in den Ländern, wo es eben nicht so ist wie in der Schweiz. Das kannst du den Vergleich nicht bringen mit unserem Mehrparteiensystem, sondern da gibt es Regierung und Opposition. Alles andere ist Kabis. Aber dann gäbe es ja schon lange keine Regierungen mehr. Weil die Volksparteien, die du jetzt hast, also sogar eine CDU, hat glaube ich im Adenauer das letzte Mal über 50% gemacht. Koalitionen sind immer nötig. Aber dort ist ja völlig klar. Aber mit denen wollen wir nicht koalieren. Koalitionen bilden die Wahlen gewonnen haben. Ob sie jetzt 50% haben oder 40%. So ist es in Deutschland immer gewesen. Die Wahlen gewinnen, sollen die Regierung bilden. Weil das ist völlig offensichtlich in Österreich. Die haben den Politikwechsel wollen. Die ÖVP hat 11% verloren, die Grünen sind halbiert worden, die SP hat stagniert. Es ist doch klar, was der Wähler will. Und da muss man doch dem entgegenkommen. 70% haben nicht die FPÖ gewählt. Das ist eigentlich ein Fakt. Aber immer weniger. Ja, und am Schluss. Roger, willst du, dass die Parteien völlig radikal werden? Die sind schon radikal und die sollte man nicht an die Regierung lassen. Wenn du siehst, was auch der Herr Kickl jetzt schon gesagt hat, wie er sich schon geäussert hat, bin völlig anderer Meinung. Okay, aber da haben wir wieder ganz klare Worte. Krieg im Iran und jetzt auch FPÖ der Regierung. Und man muss die Regierung nehmen, einfach weil sie 30% haben. Ich sage, sie sind eine Minderheit, eine starke Minderheit, eine gefährliche Minderheit. Die Rhetorik macht mir Angst, die Nazi-Rhetorik. Und darum wette ich, wenn es irgendwie geht, so wie das die ÖVP oder auch die Sozialdemokraten oder die Neos in Österreich so sehen, dass die nicht in der Regierung sind. Also, machen wir da kurz Pause und reden weiter. Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Der Donald Trump und der Volodymyr Zelensky haben sich letzte Woche doch noch in New York getroffen. Das ist eine private Frage an dich, Markus. Was hast du für eine Uhr? Ein Breitling, wieso? Ja, hast du nicht hier von deinem Held bestellt? 100'000 Dollar von Donald Trump, seiner Uhr, als Fan, als einer von seinen größten Fans, müsstest du dir bestellen. Ich will nie eine nicht-schweizerische Uhr haben. Er sagt, es ist eine schweizerische Uhr, nur weiss das niemand, ob sie eine ist, oder? Das ist sicher 100'000 Dollar. Das ist keine Schweizer Uhr. Keine Schweizer Uhr, ich nehme nur Schweizer Uhren, nie eine amerikanische Uhr und auch nie Uhr von Donald Trump. Also man muss auch sagen, eben, das ist nicht das Einzige, was er verhökert. Er hat jetzt auch verhökert eine Münze, eine Silbermünze mit seinem Kopf drauf und super, hat gesagt im Video, my beautiful, very beautiful face ist drauf. Der Silberwert ist 30 Dollar, verkauft hat er sie für 100. Hat auch noch eine Bibel, hast du seine Bibel gekauft für 60 Dollar. Ein guter Geschäftsmann. Also eben, grosse Beeindruckung. Wirklich, ich muss sagen, eben, Bewunderung. Bewunderung. Weil er hat ja gesagt, der Volodymyr Zelensky sei der beste Verkäufer von der Welt. Und er meint das eben nicht irgendwie schmeichelnd, sondern zynisch. Er vergleicht das, was Zelensky macht, mit dem, was er macht. Und der Zelensky macht für sein Land. Und der Donald Trump ist ein schmieriger Verkäufer mit schmierigen Produkten. So. Hat da ein Medienunternehmen an die Börse gebracht, das einen Hype hat sollen auslösen, der schon kollabiert ist, etc. Das ist der Unterschied zwischen Zelensky und Trump. Mhm.
Also erstens finde ich immer gut, wenn jemand Geschäfte probiert und vielleicht scheitert er und der Trump ein paar Geschäfte gemacht, die sehr gut gelaufen sind und andere, die schlecht gelaufen sind, so wie du das auch erlebt hast und ich auch erlebt habe. Das finde ich, habe ich grossen, grossen Respekt. Als Präsident das ist genau der Grund, das ist genau der Grund, warum ich Trump einen viel besseren Politiker finde als der Robert Habeck, der irgendwelche Kinderbücher geschrieben hat, oder der Olaf Scholz, der das Leben lang nur vom Staat gelebt hat. Oder sagen wir, können wir auch mal bringen, den Keir Starmer, der nur als Anwalt ein bisschen Geld verdient hat. Ich bewundere Leute, die Unternehmer sind, deshalb tue ich auch dich bewundern, Roger, du profitierst von dem auch. Zweitens, ich habe nicht solche Zelensky. Sachen verhökert bei einem Präsidentschaftskandidat. Das ist doch super. Nein. Das ist doch super. Wir sind doch für Kommerz. Ja, die Leute können sich selber werken. Bist jetzt plötzlich zum Aruga mit dem Konsumentenschutz? Also, Entschuldigung, wir sind doch genug intelligent. Der Kunde ist genug intelligent. Und die amerikanischen Kunden, Fans am meisten. Dann sollen die selber schauen. Das ist doch normal. Du kannst das Zeug verkaufen und wenn die anderen Leute das gut finden, dann grosser Respekt, wie er Merchandising macht mit seinem Namen. 100'000 Dollar-Uhr mit Swiss. Ja, ist genial. Und wir haben jetzt auch noch etwas davon, dass er offensichtlich das Schweizer Uhren so gut findet, dass er die sogar als Swissmade verkauft. Er hat richtig Audemars Piguet. Aber, muss ich sagen, das Treffen, du hast es auch angeschaut, Zelensky, Trump, findet das ein Riesenerfolg, erstens für den Zelensky, aber es ist auch ein Erfolg für den Trump. Also gut, Trump hat ja dann gesagt, also irgendein Plan, wie er das will machen, wir hätten ihn mal gefragt, was ist der Plan? Hat er gesagt, wenn der Putin, den ich sehr gut kenne und er mag mich auch gut etc., nicht darauf einstimmt, was ich will, dann werde ich dort einfach Zölle höhen. Was natürlich grotesk ist, weil Amerika kauft sozusagen nichts aus der Sowjetunion, weil die nichts aus Russland, weil die sozusagen nichts anzubieten haben außer Öl und Gas. Also er hat keinen Plan. Und der J.D. Vance, Moment. Und der J.D. Vance, sein Stellvertreter, hat gesagt, ich bin der Meinung, dass genau das so bleiben, also dass die Russen genau die Gebiete können behalten können und natürlich auch die Sicherheitsgarantie kann es nicht geben für die Ukraine. Das sagt sein Vize. Also gut, erstens finde ich, der J.D. Vance erzählt Zeug, Sachen, die ich nicht gut finde. Das war bei der Kamala Harris auch so gewesen, die unfähigste Vizepräsidentin von der ganzen amerikanischen Geschichte. Hat nochmal Schrott erzählt während der Zeit, wo sie Vizepräsident war. Wir reden über den Präsidenten und wir reden über Kandidaten, die Präsident werden wollen. Trump finde ich das Treffen, und du hast es mir jetzt auch wieder unterschlagen, zuerst hat er nämlich gesagt, ich habe eine sehr gute Beziehung zum Zelensky, hat Zelensky sehr, sehr gelobt. Warum? Weil Zelensky ehrlich war und dort, wo das Impeachment gelaufen ist gegen Trump, nicht das gesagt hat, was die Demokraten sich erhofft haben. Zelensky hat das gesagt, was das Wort war, und das hat Trump enorm Eindruck gemacht. Er hat es viermal wiederholt. Viermal, a man of steel, hat er gesagt, a man of steel. Er hat ihn wahnsinnig gelobt. Also erstens einmal gute Voraussetzung, er kommt mit dem Zelensky gut aus. Es war meiner Meinung nach sehr schlau von Zelensky, dass der Zelensky darauf bestanden hat, dass er den Trump sieht in New York, hat sich da eine Lebensversicherung geholt. Gleichzeitig ist es auch gut, wenn er sagt, ich habe ein gutes Verhältnis zum Putin, weil letztlich, falls man den Krieg beenden will, dann ist es sicher das der richtige Weg. Ob das der Trump schafft, ob er es so schnell schafft, wie er sagt, weiss es nicht. Aber die Demokraten werden das nie und nimmer schaffen mit dieser unfähigen Kandidatin, die sie jetzt haben. Er macht sich seit Monaten lustig über den Zelensky. Er hat gesagt, der kommt immer wieder und will jedes Mal, wenn er nach Amerika kommt, 60 Milliarden holen. Also er nimmt uns aus. Für ihn ist alles Transaktion. Wer verdient, wer zahlt etc. Wobei die meisten Waffen, die die Ukraine rüberkommen, in Amerika hergestellt werden, also auch die amerikanische Industrie helfen etc. Das ist seine Haltung. Und wenn er ihn dann lobt und sich loben lässt von ihm, ja, für Schmeicheleien ist der Trump immer... Ja, dir passt es einfach nicht, dass die zwei nämlich gut auskommen und dass das wahrscheinlich für die Ukraine sehr, sehr wichtig ist. Der Trump hat nicht so getönt, als würde die Ukraine einfach aufgeben. Mm. Er hat nicht so getönt, als fände der Zelensky ein total unfähiger Mann. Im Gegenteil, er hat einen wahnsinnig gelobt, ich sage es noch einmal, und hat sehr vernünftig geredet. Nein, ich finde es sehr staatsmännisch. Während Harris ist nicht einmal getroffen worden von Zelensky. Was? Weil Zelensky wahrscheinlich das Gefühl hat, ich kann falsch nicht. Du kannst gar nicht. Also der Markus Somm erzählt Sachen, die unwahr sind. Natürlich hat sie sich getroffen, sogar im Weißen Haus. Also, mit den beiden zusammen, nicht ja, allein. Nein, auch alleine. Also, jetzt bemerkt ihr übrigens, dass der Trump in der Defensive ist, weil er in der Defensive immer noch aggressiver und noch aggressiver ist. Er ist überhaupt nicht aggressiv gewesen. Nein, was hat er gesagt über Harris? Er ist überhaupt, nein, aber jetzt nein, in dem Moment. Treffen mit dem Zelensky, ist er überhaupt nicht aggressiv. Also, er hat gesagt, Kamala Harris ist mentally disabled since birth. Also, das heisst, sie ist behinderte Person seit Geburt.
Das sind übelste Beschimpfungen, ja, wie man sie bis jetzt nicht hört. Ja, sogar der Lindsey Graham. Terrorist, das stimmt alles, ja. Aber Terrorist redet nicht besser über den Trump. Aber hat er nicht gesagt, mentally disabled? Rassist, Sexist, Farbe, Demokratie, Faschist, hey, hör auf, Roger. Die gehen sich, die schenken sich beide nichts und sie sind beide primitiv, wenn es darum geht, über den Gegner zu reden. Nein, sie hat natürlich seine Politik angeschaut. Aber wenn du sagst, es ist seine Geburt behindert, geistig behindert, was findest du das gut in einer politischen Debatte? Das finde ich total schlecht, aber noch einmal gesagt, Demokraten, was die über den Trump sagen, gehört, ist genau das Gleiche. Hör doch mal auf. Nein, es ist eben nicht gleich. Es ist die gleiche. False Balance. Ja, für dich nicht. Für mich ist es Gleiche. Also. Wir müssen uns ja nicht einig sein. Ich finde es genau das Gleiche. Also, dann frage ich etwas anderes. Was er auch noch gesagt hat jetzt am Samstag. Er werde alle verfolgen, politisch, wo die Wahlen 2020 gehen. Er werde alle ins Gefängnis rühren. Und er rufe auf für einen Tag von der Gewalt in Amerika. Einen Tag. Und am ersten Tag sagen sowieso Diktator. Wie findest du das? Ja. Also erstens das mit dem Diktator. Das ist eine der grössten Fake News überhaupt. Was? Er hat nur gesagt, am ersten Tag wäre ich ein Tag Diktator, weil ich die Sachen von Joe Biden, alles Executive Orders, würde aufheben. Das ist völlig legal. Es hat kein Präsident so viel Executive Orders gemacht wie der Joe Biden. Das heisst einfach, dass ihr wissen, Zuhörer müsst das verstehen. Das heisst, ich tue den Kongress ausschalten. Das ist genau das, was ein Diktator macht. Und das ist der Joe Biden gewesen. Es ist ein Witz. Und zweitens, was er jetzt genau gesagt hat am Samstag, muss ich jetzt selber wieder nachschauen. Es ist jedes Mal so, dass du so zitierst, wie die New York Times das versteht. Man muss es immer im Original schauen, was Donald Trump sagt, dann kann man es nachher beurteilen. Du tust das genauso machen wie Donald Trump, wenn mir immer irgendetwas vorwirft, das einer von seinen Leuten gemacht hat, ich habe ihn gar nicht gekannt, den habe ich kaum gesehen und du hast es nicht gelesen, etc. Nein, Roger, vor einer Woche haben wir darüber geredet, was er über die jüdischen Amerikaner gesagt hat. Ich habe jetzt alles nachgeschaut. Ja. So wie es du dargestellt hast, ist extrem verzerrt und überspitzt. Es ist so, Entschuldigung. Gut, also Tatsache ist jetzt, der Wahlkampf ist in der heissen Phase. Morgen Abend Debatte zwischen den beiden J.D. Vance und Tim Walz. Es wird keine Debatte geben, offenbar mehr zwischen Donald Trump und Kamala Harris, weil er Angst hat, gegen die geistig behinderte Person nochmal total auf den Sack rüberzukommen, oder? Und verweigert sich dort, wenn wir schauen, wie das ankommt. Vielleicht hat er auch gemerkt, dass es sehr unfair war, weil die Moderatoren haben nur einen Fact gecheckt, während die anderen Aussagen von Harris überhaupt... Harris hat auch die ganze Zeit Blödsinn erzählt und das ist nie Fact gecheckt worden. Nein, Roger, der Markus Somm. Roger, du bist so einseitig, du merkst es gar nicht. Aber das, das ist genau das. Das, was man selber sieht, als ich so, als Fehler, hat schon der Freud gesagt. Ich bin nicht einseitig. Mehr als zu dir habe ich schon ziemlich kritisch über den Trump geschrieben. Ja, ja. Von dir habe ich noch kein kritisches Wort gehört über Terrorist. Ja, aber ich kann natürlich nicht gleich. Es ist eben, und Joe Biden hast du 3 Jahre lang behauptet, der ist mentally total gut, super und so weiter. Und nachher plötzlich grosse Überraschung, hast du auch gemerkt. Nein, ich habe das nicht behauptet. Und 3 Jahre ist er auch nicht so zwei wie am Schluss. Aber das ist eben die False Balance. Du kommst immer mit Whataboutism und False Balance. Du musst immer alles sagen, ist alles gleich. Was ist das falsch? Wieso? Bring ein Argument. Bullshit ist kein Argument. Bullshit ist einfach eine Invektive. Bring ein Argument. Ich habe jetzt x Argumente gebracht und das heißt, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nicht gehört, etc. Nein. Ja, du hast ja zum Beispiel genau das, was ich dann zitiert habe, als ich dir gesagt habe, alle New Yorker Juden, 54% unterstützen den Trump, hast du das auch nicht gekannt? Hast du das auch nicht gewusst? Ich kann sagen, ja, du liest ja nichts, was ist denn mit dir los? Du liest nur die deiner Meinung sind. Das ist dein Problem. Also, sind nicht 54% sind nicht alle und sind vor allem die Orthodoxen. Sind nur die Orthodoxen, die für den Trump... Nicht 54%. Nein, aber die Orthodoxen sind zu 100% für den Trump. Sind die wieder schuld? Nein, das ist ganz klar, wie Leute, die so in seiner Welt... Beim Biden sind es nicht 54%, die den Trump unterstützt haben, sondern es sind 70%. Harris ist aus Sicht der amerikanischen Juden unzuverlässig. Das ist der Punkt und du kannst es nicht zugeben. Das stimmt einfach nicht und das ist wieder mal auf absolute Lüge, die er erzählt. 70% der Juden in Amerika sind Demokraten. In New York sind es vor allem die Orthodoxen, die für den Trump sind. Ja. Da gäbe die nie 54%. Eine Mehrheit der New Yorker Juden wählt Trump. Das ist eine Umfrage vom Siena College. Total zuverlässiges College, Umfrageinstitut. Entschuldigung, kannst du sagen, das Wasser fließt jetzt aufwärts, das ist okay.
Und also es ist undenkbar, irgendwie mit ihrer normalen Diskussion zu von 30-54%. Wenn 30% sind immer für den Trump gewesen, 70% sind dagegen und jetzt sind noch die Orthodoxen reingekommen. Deine Mathematikkenntnisse wissen wir ja, sind ja sehr bescheiden. Also, das ist die Sendung. Nein, das ist Faktum, immer wieder. Das kannst du weglachen. Also die Sendung gibt es vielleicht nächste Woche wieder. Ich weiss nicht, bist du dann rum eigentlich? Ja, nein, ich bin eigentlich in Italien, aber ja, so, ich bin so ein lieber Sieg und würde jetzt mit dir sogar die Sendung machen. Oh, wow. Okay, dann mache ich das, was wir dann... Aber kannst du ja mit dem Balthasar Glättli machen? Kann ich kommentarlos stehen. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1. Fabrik neue Traumauto und Qualitätsoccasionen zum Einsteigen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.